So, hallo Freunde, wir spielen gegen Ares 1990. Okay, musste gerade ein bisschen gucken, ob die Einstellungen richtig sind. Aber das sieht gut aus. Ein Londoner System. Okay, da schauen wir mal. So, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, ne? Ich tausche hier gerne irgendwann auf D4 und zwar immer, wenn der Springer nach D2 gekommen ist, weil wenn Weiß mit dem C-Bauern schlagen sollte, was er im Regelfall nicht macht, aber manchmal kommt es vor, dann kann dieser Springer eben nicht mehr nach C3, wo er viel, viel besser stünde. Und das ist dann für mich immer ein Indiz dafür, dann hier zu tauschen. Und nach E mal D würde ich dann in Läufer G4 Geschichten, na, so kommt es auch. Jetzt sind wir im Grunde von der Struktur her in einer Karo-Kein-Abtausch-Variante. Ne? Und hier dieser E-Bauer fehlt. Ne? Und bei mir der C-Bauer. Und ja, ist im Grunde nur die E mal D, C mal D, die Abtauschvariante Karo-Kein. Das heißt, ich habe mit, wenn ich dieses System gegen Karo-Kein spiele, auch gleichzeitig das Londoner System abgedeckt. Zwei Eröffnungen mit einer Klappe geschlagen. Wunderbar. Das ist was für die Faulen wie mich. So, jetzt habe ich die weißfälligen Läufer getauscht. Das ist gut. Denn seine Bauern stehen hier noch auf schwarzen Feldern. Ich versuche also, dass dieser Läufer auf dem Brett bleibt und potenziell, so Gott will, eben ein schlechter Läufer. Naja, er ist ja ein schlechter Läufer. Er ist aktiv, aber grundsätzlich eher schlecht. Und den versuche ich auf dem Brett zu halten. Und die Idee ist jetzt, diese Struktur kennen wir sicherlich alle als Karl-Spader-Struktur, ja? Dass wir hier mit Schwarz weniger Bauern auf der Seite haben und weniger Bauern, deswegen der Name Minoritätsangriff. Das ist der grobe Plan. Und den Rest, ja, den müssen wir mal improvisieren, ne? Hilft nichts. Jetzt will ich natürlich diesen Doppelbauern oder diese Bauernstrukturveränderung nicht machen, weil dann könnte Weiß mit B4 spielen und dann käme ich nicht dazu, meinen Doppelbauern mal jemals wieder aufzulösen. Deswegen versuche ich diesen Bauern mal zu decken. Nehmen wir den. Ich weiß, man könnte auch einen Turm spielen, aber den Turm, den will ich vielleicht hier halten und den anderen Turm vielleicht hier. Ja, mal gucken. Und ja, F4 habe ich jetzt keine größere Ängste vor. Macht den Läufer ja potenziell auch nicht besser. Dass ich hier nicht auf E5 schlage, ist ja, dann hätte ich es ja eh schon die ganze Zeit gemacht. Aber eben hätte ich es vielleicht machen können. Aber ja, was vor. So, jetzt muss ich nur gucken, wenn er jetzt den Läufer hierhin spielt, kann er seinen schlechten Läufer tauschen, weil ich den Springer nicht wegziehen kann, weil er dann hier diesen Abtausch hat und dann ist der E7 ungedeckt. Also. Na gut, er kann ihn sowieso tauschen, ne? Naja, gut. Aber selbst wenn er den Läufer hier tauscht, zum Beispiel gegen den Springer, dann bleibt dieser Läufer über und dieser Läufer ist ja auch gut, weil diese Bauern ja auch trotzdem noch auf Schwarz sind, ja? Irgendwann kommt er vielleicht von hinten irgendwo mal von hinten hier an die Bauern ran. Wer weiß, was passiert. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal weiter auf meinen Minoritätsangriff. So. Durch die Dame hier habe ich ja potenziell auch noch dieses F4, F5 verhindert. Sobald der Springer sich bewegt, kann ich hier reingehen. Oftmals, das kennen wir ja auch, wenn der Springer hier steht, dann stehen zwei Springer hier auf E5. Dann wird Weiß irgendwann hier tauschen, um den nächsten Springer nachwachsen zu lassen. Eine Sekunde eben. So. Wollte meine Brötchen nicht anbrennen lassen. Okay, ja, er spielt A3. Okay, verhindert mein B4. Jetzt habe ich die Optionen.
Ich könnte mit meinem Springer hier über A5 auf diese weißen Felder jetzt, die sind auch geschwächt. Er wird jetzt kein B3 mehr spielen können, weil dann der C3 rückständig ist. Und hier, ja, von C4 greife ich ja immerhin den an. Ja. Er kann sich dann auch nicht mehr, wenn die beiden Springer hier stehen, durch diesen Tausch entlasten. Das hat Jusupow die überflüssige Figur genannt. Ja, wenn hier so zwei Springer stehen, dass man dann die Figur wegzieht, damit die irgendwie sich selber auf den Füßen stehen. Hier könnte der Springer vielleicht noch über G5 hier irgendwie gucken gehen und so. Aber das sollte nicht weltbewegend dramatisch sein. Nochmal der Springer wegzieht, dann habe ich auch Springer E4. Dann ist der E6 nie angegriffen. Ja, ich glaube, so machen wir das mal. Andererseits, ich könnte auch Dame B7 spielen. Die Idee ist, dass ich diesen Bauern gedeckt halte und dann mit A5 und B4 noch weiter diesen, naja, wenn die A-Linie aufgeht, dann sind die Türme gedeckt und verbunden. Das ist gut. Vielleicht ist das sogar noch besser. Wenn er dann B4 spielt, kann ich auch A5 spielen. Ja, vielleicht ist er. Na gut, er kann auch C6 tauschen, dann hätte ich einen Zug verloren, aber na gut. Was willst du machen, ne? Grundsätzlich hier versuche ich jetzt hier weiter zu spielen. Naja, und wenn man dazu kommt, ja, wenn man hier irgendeine Form von irgendwas geöffnet, dann irgendwas Schwächendes bleibt immer über. Ja? Entweder ein rückständiger Bauer auf C3 oder manchmal auch der Isolani auf D4, wenn er hier selber rausnimmt. Ja, wir schauen mal. Okay. Er geht dahin. Dann setze ich mich da rein. Das war der Plan. Müssen wir wahrscheinlich hier von dem Tausch ausgehen. Ah, war es ein bisschen schnell gespielt. Vielleicht hätte ich den Springer jetzt doch wirklich auch wegziehen sollen. Ah. Okay, er geht zurück. Okay, kein Problem. Grundsätzlich ist ein Tausch dieser Leicht- oder einer Leichtfigur überhaupt kein Problem. Ja, er muss ja nur diesen Läufer G3 überhalten, in Anführungsstrichen. Tausche den mal, ja. Also ich will natürlich nicht, dass er selber tauscht und dann durch meine Bauernstruktur hier verändert wird. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, hier eine Gabel zu drohen. Jetzt wieder die Dame wieder oder den Turm wegziehen müssen. Dann gehe ich hier rein. Und wenn er schlägt, dann kann ich mit dem B-Bauern schlagen. Dann ist auch direkt die B-Linie offen hierfür, dass dieser B2 mal eine Schwäche wird. Okay. Gehen wir rein. Jetzt hängt der hier. Also ich glaube nicht, dass er B3 spielen wird. Mal abgesehen davon, dass der A3 hin auch konkret auch hängt. Ist das der C-Bauer einfach zu schwach. Er deckt den. Das ist gut. Dann versuche ich jetzt weiter. Ich könnte jetzt diesen Springer hier erstmal nach das Könnte sogar schlau sein, nach D6 spielen, damit solche Optionen mit dynamischem Gegenspiel so ein bisschen eingeschränkt werden. Und dann spiele ich A5, B4. Ja, ich glaube, das sieht nach einem schlauen Zug aus. Den probieren wir. Ja, der Springer steht dem Läufer ein bisschen im Weg, aber er hat ja auch eben seine Vorteile hier, dass ich F5 kontrolliere. Und ich kann ja trotzdem A5 und B4 durchdrücken. Und selbst wenn so ein Bauer auf B4 temporär verloren ginge, ja, erstens würde ich den natürlich problemlos zurückbekommen durch den durch Möglichkeiten auf der B-Linie oder wie auch immer. Ja, und der D-Bauer wäre dann ja auch schwach. So, jetzt geht's hier weiter.
Was der Zug jetzt bewirken sollte, ist mir nicht ganz klar. Vielleicht hatte er Angst vor Springer E4, dass das mit Tempo ist, ja? Aber so richtig bringen, naja, eher weniger. So, jetzt sind seine Türme auch nicht verbunden, wenn es hier zur Öffnung der A-Linie kommt. Naja. Sieht es so aus, als wenn ich die A-Linie direkt erobern könnte dann. Naja, und nach. Ja, okay. So, B4. Wenn er jetzt. Ja, diese praktische Entscheidung. A mal B, dann gibt er mir immer die A-Linie. Ich drohe aber sonst auch auf A3 zu schlagen, ja, und so weiter und so fort. Ihr seht diese praktischen Probleme, die sich da ergeben. So. Jetzt wäre zum Beispiel so eine Gelegenheit, ja. Er könnte hier schlagen, aber dann hätte er drei schwache Bauern. Das würde mich gar nicht so sehr tangieren. Also ich hätte da jetzt zumindest keine Sorgen, dass ich dann irgendwie schlecht stehen würde oder sowas. Ich glaube, ich gehe hier erstmal mit dem Turm auf die zweite Reihe. Das könnte eine Reaktion, ja, irgendwie einen Turm nach F2 erzwingen oder so. Eine Verbesserung meiner Stellung, ohne dass ich groß Varianten berechnen muss. Vielleicht kann ich gleich auch mit Dame B5 mal einen Damentausch anbieten. Und wenn der Springer hier auftaucht, habe ich ja sofort wieder Druck auf diese beiden Bauern. Ah, sieht alles nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht nicht schlecht aus. Ah, jetzt Matikowski. Okay. So, jetzt muss ich hektisch und panisch werden, weil der Gegner droht ja matt. Jetzt muss ich irgendwas. Oh, Hilfe, ne? Nein. Ruhig bleiben. Man hat ja hier diverse Möglichkeiten. Ich kann Springer E4 spielen. Dann muss ich vielleicht berechnen, ob er mit F5 das ausnutzt, dass ich das Feld nicht mehr kontrolliere. Okay, ist möglich. Wenn ich G6 spiele, könnte er vielleicht hier rüber auf die H-Linie. Aber durch meinen Läufer E7 ist das nicht so einfach. Er müsste also dann hier hin und dann versuchen hier. Naja. Also ich könnte auch H6 spielen, aber dann würde ich ihn vielleicht einladen, hier zu irgendwelchen wilden Aktionen, meinen H6-Bauern als Rambock zu nehmen. Ja? Wir erinnern uns, angreifen mit dem Muster H4, respektive, ne? Dieses Eselsohr hier, Angriffsmarker auf H6. So, ich könnte einfach F5 spielen. Damit würde ich diese Diagonale hier schließen. Für alle Zeiten, immer und ewig. Auf der E-Linie dieser rückständige Bauer ist nicht so dramatisch, weil ich kann mit Springer E4 hier immer problemlos die E-Linie blockieren. Dann könnte er hier vielleicht drüber kommen. Ja? Aber dann habe ich ja auch last not least die Dame vielleicht auf der siebten Reihe noch zur Verteidigung irgendwie, falls ich mal mit G6 und den Läufer hier irgendwie wegziehe oder sowas. Aber trotzdem, natürlich möchte er irgendwie eine Form von Angriff starten. Ne? Ich glaube, wenn ich mit G6 anfange, dann wird er diesen Bauern vielleicht einfach opfern, einfach nur so, um diese schwarzen Felder hier. Ja, vielleicht für den Läufer, vielleicht für die Dame, vielleicht für irgendwas, ne? Man weiß es nicht. Deswegen, ich glaube, ich gehe mal mit F5. G4 sind ja keine Optionen, ne? Weil der Springer hier noch auf F5 steht. Und wenn sein Angriff nicht durchschlägt, dann ist er hier am Damenflügel quasi schon komplett verloren. Also er geht mehr oder weniger. Der Turm steht ja auch deplatziert. Also bis der wieder zurückkommt, das dauert ja mindestens zwei, drei Züge. Das ist ja quasi schon so ein halbes All-In für ihn. Schon. Also strategisch zumindest. Ne?
Wenn jetzt zum Beispiel Dame E2 oder Dame F3 kommt, könnte ich sogar überlegen, erst G6, dann kommt die Dame gar nicht hin. Die kommt niemals dahin. Und auch so ein Springeropfer ist überhaupt nicht schlimm, weil der kommt mit der Dame nicht nach G6. Er braucht unfassbar viel Zeit, um. Er müsste dann Dame G3 spielen. Und ja, dann habe ich ja immer noch die Chance, entweder König G7 zu spielen, zum Beispiel. Er kann natürlich seinen schlechten Läufer in dem Sinne loswerden. Ja, super. Aber jetzt ist positionell der B2 ja schon vom Brett gefallen, quasi. Er versucht es so. Okay, er möchte Dame H5. So, ich könnte jetzt G6 spielen und damit hätte ich Läufer F6, die siebte Reihe hier für alle Zeiten konsolidiert und gedeckt und da würde nichts mehr passieren, glaube ich zumindest. Er kann opfern und dann kommt er mit der Dame immer noch nicht hin. Ja, G6, Springeropfer, schlecht zurück, Dame G3, König G7. Und dann kommt er immer noch nicht auf die H-Linie. Es ist schwierig. Ich sehe es nicht. Ich mache mal so. Mal einfach praktische Entscheidung. Ja? Ich weiß nicht, ob es der allerbeste ist, aber ich weiß zumindest in der Praxis, der ist gut genug, um, wenn ich mich nicht irre, diesen Angriff abzuwehren. Und irgendjemand sagte mal, wenn du eine Variante siehst und du siehst nicht, warum die schlecht ist, dann spiel sie und dann geh mit ihr. Ja, hilft alles nichts. Nur wegen Angst und Bange und ja, wenn du Varianten berechnet hast, dann geh damit. Jetzt habe ich hier immer problemlos Läufer G7, ja, um die siebte Reihe zu decken. Wenn diese Springeropfer kommen, ja, ich könnte zum Beispiel jetzt, wenn jetzt dann nur Dame G3 käme, mal abgesehen davon, dass ich Springer E4 spiele, ja, aber Springeropfer, H mal G, Dame G3. Wenn ich dann Läufer F6, selbst wenn ich diesen Bauern abgäbe, kann ich immer noch Läufer G7 spielen. Und dann vielleicht mit dem König hier rauslaufen, ja. Ist ein bisschen unnötig. Aber so grundsätzlich würde das wahrscheinlich auch schon gehen. So, nochmal einmal schnell gucken nach dem Brötchen. Entschuldigung. Oh, ach wunderbar. Jetzt verteidigt sich das ja auch viel leichter mit so einem Brötchengeruch in der Nase. So, Turm H7, drohen hier irgendwelche Opfer? Ich sehe es nicht. Ich spiele einfach Springer E4. Jetzt kann er nicht auf G6 opfern. Er kommt mit der Dame nirgendwo hin. Faszinierend. Alle Felder sind kontrolliert. Toll. Jetzt habe ich den Angriff auf die Dame und er kommt nicht mal mehr dazu, den B2 zu decken. Auch toll. Ich überlege mir sogar, ob ich diesen Bauern nicht sogar einfach nur einen nach vorne schieben soll. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieser B2 jetzt hier vom Brett fällt, ist ja nun mal extrem hoch. Und dann habe ich hier sofort einen Freibauern. Und den kriegt er Schwierigkeiten aufzuholen, weil der Läufer hier selber nicht mehr zurückkommt, ja, weil der eigene Bauer im Weg steht und so. Also ich bin guter Dinge. Er wird hier wahrscheinlich jetzt irgendwann nehmen, in Anführungszeichen. Ja. Ah ja, die Dame muss natürlich erst weg, ist klar. So, wenn ich jetzt hier schlage, dann schlägt er hier. Natürlich kann ich dann schlagen, dann wird er seinen Läufer los. Dann greife ich aber auch immerhin den hier direkt an. Aber der Läufer ist ja auch gut hier eine gute Verteidigungsfigur. Soll ich jetzt wirklich erst den nehmen? Dann kann er den natürlich noch mal kurzfristig decken, aber dann ist natürlich sein Angriff komplett weg. Ja? Und dann kann ich Läufer A3 spielen, dann ist der trotzdem nicht mehr zu decken. Ich glaube,
Ich glaube, dieses B3 ist echt mies. Ich glaube, den versuche ich mal. Ja, und danach versuche ich jetzt den B2 zu schlagen und auf den B bauen. Oh. Ja, er versucht zu tauschen. Das ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt. Jetzt in dem Fall, ich lasse natürlich tauschen, weil ich dann jetzt erstmal den hier mitnehme. Ist zwar mein guter Läufer in Anführungsstrichen und sein schlechter, aber der hat lang genug jetzt Arbeit geleistet, ja, im Defensivsinne. Jetzt drohe ich zum Beispiel Turm C2 mit Angriff auf den hier und gleichzeitig dann auch B2 und Turm C1 Geschichten. Und ich habe doch hier alles gedeckt, noch und nöcher. Es droht einfach nichts. Kann ja auch den Turm jetzt hier erstmal noch schön die zweite Reihe stellen als Beispiel. Ich habe so viele Ideen und er hat irgendwie gefühlt keine. Ja, ihr seht, man braucht keine Panik haben, nur weil der Gegner angreift. Man muss einfach ein bisschen Augen aufhalten, ein, zwei Varianten berechnen und dann, naja, der Gegner geht ja auch immer ein Risiko ein. Ja? Wenn er angreift, vernachlässigt er eben andere Dinge. Er kann hier auch nicht opfern. Er kommt mit der Dame nirgendwo. Es ist zum Mäusemelken. Er kann hier Turm H7, ja, Glückwunsch. Dann kann ich im Zweifelsfall mit der Dame schlagen. Dann kommt die Dame auch nicht nach H3 um. Irgendwie nach H6 oder irgendwas, ja. Also ist nichts zu sehen. Wenn er jetzt hier irgendwie einen Gegenangriff starten will auf der A-Linie, kann ich mit Turm A2 blocken. I don't know. Ah, jetzt will er nämlich die Qualle geben. Der Springer nervt wirklich. Okay, aber wenn er den gibt, dann ist die Grundreihe natürlich direkt schwach, ne? Guck mal, ich mach mal den. Es droht Turm C3. Und wenn er den hier gibt, ich schlage zurück, kriege ein Tempo, kein Problem. Und vor allem habe ich auch schon B2 und B1 und so Geschichten, weil die Grundreihe dann ja geschwächt ist. Jetzt könnte man sich streiten, ob C2 oder A2 besser gewesen wäre. Aber am Ende des Tages, ihr seht, er versucht mit allem, was er hat, irgendwie anzugreifen. Ja? So, kurz berechnen. Wenn er jetzt am Zug wäre, Springer G6, Hamal G, Dame G6, Dame G7, Dame E6 und dann hätte er vielleicht eine Form von Dauerschach. Ich kann hier aber trotzdem durchziehen, weil ich muss ja auf den, ich muss ja nicht schlagen. Dann würde ich ja einfach hier durchwandeln und wäre schon matt. Matikowski, und er hat nicht mal einen Schach gehabt. Komm. Das sieht einfach zu gut aus. Ja, ne? Er hat alle seine Figuren zum Königsflügel gestellt, um irgendwie was anzugreifen. Er kommt zum Verrecken nicht vorwärts. Alle Figuren stehen schlecht. Der Damenflügel fällt in sich zusammen. Partie verloren nach 30 Zügen, weil man krampfhaft versucht, einen Angriff zu starten, der nicht realistisch ist. Okay, dann gehen wir mal in die Analyseszene. Mal gucken, ob. So, Schnellschachanalyse. Zack, sehr gut. Jetzt noch, wo ist die Engine? Die muss ich noch anmachen. So. Und da ist sie. Alles klar. Dann fangen wir am besten mal vorne an, ne? Sonst macht es keinen Sinn. So.
Jetzt mache ich aber Folgendes. Jetzt gehe ich erstmal selber durch, mache meine eigenen Gedanken, wo vielleicht was interessant sein könnte und schalte am Ende nochmal die Engine ein. So, aber jetzt frühstücke ich eben erst. So, wollen wir mal gucken. Also, Londoner System. Spiele ich mit C5 ganz gerne. Genau, und natürlich, hier gibt es natürlich diverse, ja, Springer F3 und, ne? Aber Springer D2 ist mit der Hauptzug hier, sehe ich hier in dem Buch. Und genau, das ist dann für mich, wie ich es angedeutet hatte, immer das Indiz, dass ich tauschen möchte. E mal D. Und genau, jetzt will ich den Läufer rausbringen, ne? Ich will ja irgendwann diese Bauernkette F7, E6, D5 erstellen, da will ich den Läufer natürlich draußen haben. So. Jetzt ist Läufer E2 sicherlich super, super harmlos. Dame B3 ist mit Sicherheit viel, viel kritischer oder wie auch immer. Ist aber auch, glaube ich, noch Theorie. Auch hier würde ich Dame C8 spielen. Viele spielen Dame D7. Was ich persönlich nicht gut finde, denn ist, lädt den Weißen dazu ein, der wird ja irgendwann Springer F3 spielen und dann Springer E5 vielleicht mal mit Tempo zu haben. Ja? Auch in Verbindung mit Läufer B5. Dann hier Fesselung und ach, das macht alles irgendwie komischen Eindruck. Deswegen gehe ich immer nach C8, damit er dieses Tempo nicht hat. Ja, und dann würde halt hier irgendwie so weitergehen. Und selbst wenn er den vorzieht, ist das kein Problem. Tausche ich. Wenn er mit dem Bauern schlägt, habe ich das Feld D7 und dann gehe ich irgendwann über C5. Wir sehen auch, dass jetzt. Weil dieser ist angegriffen, aber dieser Läufer auf F4 steht noch. Es drohen noch nicht zum Beispiel diese Schachgebote, dass hier die Figur weg ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber im Regelfall klappt das. Wenn Weiß irgendwo zwischendurch mal Läufer G3 gespielt hat, ja, dann muss man schon wieder aufpassen. Aber grundsätzlich, weil er muss ja hier erstmal zurückschlagen, die vierte Reihe öffnen und dann kann ich immer nach D7 gehen und diese vierte Reihe auch schützen. Da passiert nicht so wahnsinnig viel. Und vor allem. Nach irgendwie Läufer B5 Geschichten. Ja, die Fesselungen kann man aufheben. Nicht das größere Problem. Und ich halte meine Bauernstruktur auch noch gesund. Ja, ich muss natürlich ein bisschen mit der Entwicklung und so. Weiß wird vielleicht interessiert daran sein, die Stellung hier zu öffnen oder so. Naja, den will ich nicht zulassen und den Entwicklungsvorsprung will ich jetzt auch nicht vergrößern für ihn, weil dann mit Turm C1 auch noch was kommt. Ja? Deswegen, das ist alles, muss die Stellung ein bisschen schließen, in der Hoffnung, mit Springer C5 dann hier weiterspielen zu können. So zum Beispiel. Und auf dieses Schach. Ja. So hätte ich eine Bauernstruktur verändert, aber immerhin, ich kriege ja hier ein Tempo und dann kann ich hier im Zweifelsfall A5 spielen, Turm B8 und dann ist dieser Bauer hier auch im Wege, diesem Läufer, ja? Das heißt, ich komme zu Läufer E7 und Rochade und so. Ja, unklar würde ich sagen, aber das ist so ein typisches Stellungsbild, was auch entstehen könnte. Also nach Läufer E2, mein Ziel ist es ja sowieso, diesen Läufer zu tauschen. Meistens entsteht das über diese Reihenfolge hier, dass dieser Läufer hier nach D3 geht, wo er viel aktiver steht. Und als Beispiel, dann muss ich irgendwann diesen Läufer hier über H5 nach G6 zurückziehen, um eben diesen Tausch anzubieten. Kostet irgendwie ein, zwei Tempi mehr und vor allem grundsätzlich, warum ich den tauschen möchte, habe ich ja auch während der Partie erklärt. Und deswegen, ja, ist das hier natürlich ein Geschenk, das ich gerne annehme. Jetzt habe ich zwei, drei Tempi mehr. Ich lasse den natürlich auf dem Brett. Wir haben gesehen, warum. Rochade, Springer E5, alles gut. So. Genau, F4, sehr, sehr zweischneidig. Wenn er F4 spielt, muss er irgendwann F5 spielen. Sagen wir mal, solange meine Dame hier steht, so geht das vielleicht nicht. Mein Plan ist sicherlich gut. Hier wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, F5 mal einzuschieben. Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich hier schlagen müssen, weil ich natürlich jetzt hier keine Schwäche auf E6 entstehen lassen will. Und dann könnte er vielleicht hier irgendeine Form von, das sieht natürlich aktiv aus, ja, der D5 ist auch schwächer, als er sein sollte. Aber das wäre wahrscheinlich die einzige Chance für
Obwohl, Moment, ich muss auch noch aufpassen, ne? Jetzt E mal F, dann geht vielleicht sogar der hier schon, dann ist der hier weg. Aber kann ich die Dame fangen? Ne, die Dame hat hier noch die zwei Rückzugsfelder. Ja, dann ist E mal F hier vielleicht schon ist. Dann ist tatsächlich Dame B7 echt schon eine Ungenauigkeit, ne? Zeigt ja auch an, warum. Jo, alles klar. Ja, und der Computer zeigt auch an. Ah, okay. Sehe ich jetzt noch nicht, aber F5 wäre best gewesen. Ja, da geht schon los. Dann, da, das war ungenau. Dieses Gegenspiel zu lassen, das darf nicht sein. Okay, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Springer geht dahin. Ja, wie gesagt, ich muss hier nicht tauschen, ja, aber ich hätte hier auch mit F5 schon spielen können. Aber ich wollte die Bauernstruktur erstmal noch nicht verändern, obwohl F5 auch gut ist, dann, dass er nicht den hat, ne? Weil auf das Schlagen, Springer A5, vielleicht kann er jetzt hier wieder irgendwann, jetzt oder gleich oder später, F5 spielen. Und wahrscheinlich ist das auch sinnvoll, weil jetzt kommt er nicht mehr zu. Und jetzt wird er für den Rest der Partie keine Chance mehr haben, also unter Opfer natürlich, aber jetzt wird er keine Chance mehr haben, F5 durchzudrücken, die F-Linie aufzumachen, vielleicht mal auf E6 eine Schwäche zu kreieren, die F-Linie zu nutzen für seine eigenen Figuren. Und jetzt wird es hier laufen. Ich glaube, jetzt hier stehe ich schon einfach sehr, 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 sehr angenehm. Und der Versuch, alles zum Königsflügel rüber zu schieben, ja, geht natürlich, aber ihr seht, ne, dieser Läufer, super passiv, weil diese Bauern eben alle auf Schwarz stehen und er kann sich nicht tauschen. Turm A2, Turm H3, versucht hier all in zu gehen mit dem Königsangriff. So, F5 sagt, da wäre die dritte Ungenauigkeit. Okay. Springer E4 ist hier eine Möglichkeit. Ja, ich dachte, vielleicht geht dann hier irgendwie sowas mit C4. Aber ich habe natürlich völlig übersehen, dass meine Dame ja den E4 deckt. Ich dachte, der Springer wird entwurzelt. Und er könnte hier vielleicht irgendwas spielen. Aber das geht ja gar nicht. Oder war natürlich. Okay, und wenn er jetzt mit der Dame hier rüber kommt, das verhindere ich, ja. Jetzt versucht er über die schwarzen Felder zu kommen. Dann kann ich Läufer G7 spielen und F6 und sowas, ne? Ja. Er hat einfach keinen Angriff. Ja, und dann hat er hier Schwächen, da Schwächen, offener König, schlechter Läufer. Ich sicherlich besser. Okay, F5 ist eine Ungenauigkeit, aber sicherlich kein grober Fehler. Dame hierhin, G6 völlig solide. Ja, und er kommt nicht rüber. Er will hier opfern, ne? Keine Frage. Aber das Tempo habe ich und jetzt kommt er kommt nicht hierhin. Oder wieder zurück. B3 Fehler. Was ist das denn? Junge, Junge, tolle Strategie, den Bauern vorzuziehen, damit der Läufer hier nicht mehr helfen kann. Hier direkt schlagen, dann löst er den auf. Ja, dann kann ich natürlich hier versuchen, den zu schlagen, ne, oder so. Aber jetzt habe ich einen Bauern mehr und ich gewinne auch noch einen zweiten. Aber jetzt dauert die Partie doch noch 30 Züge, bis ich das verwertet habe. Wenn ich hier B3 spiele, jetzt muss er den decken, was schwierig genug ist. Und diesen Läufer tauschen mag strategisch gut sein, aber dann, er hat immer noch keinen Angriff und der B-Bauer ist weg und dann ist dieser hier Bauer schon durch, ne? Kann den noch irgendwie decken? Dame E2. Was hatte ich jetzt überlegt, vielleicht solche Züge zu planen, ne? Aber dann könnte er vielleicht noch den decken. Den hat er natürlich auch nicht gesehen während der Partie. Was ist mit Dame B5? Fesselt den Springer, weil die Dame ungedeckt ist. Ja, jetzt kriegt er die Figuren wieder zurückkoordiniert. Ich stehe natürlich gut, aber ist tatsächlich, dauert es noch ein bisschen, bis ich hier den Gewinn eingefahren habe. Ja, okay. Und wenn ich hier erst verdoppel und dann einfach so ein bisschen hin und her spiele, ja, stehe ich auch gut, aber ah, okay, dann habe ich keinen Bauern mehr. Trotzdem gefällt mir diese Stellung mir persönlich viel besser mit Schwarz, als dass ich hier einfach diesen Bauern schlage. Ja, klar, ist sie auch gut und das ist auch objektiv wahrscheinlich nicht schlecht.
Weil ich habe einen Bauern mehr und ich gewinne wahrscheinlich auch einen zweiten Bauern. Aber naja, jetzt sind hier Linien offen und alles, während hier in dieser Stellung die Linien eben geschlossen sind und er sich hier rumquälen muss, er wenig Felder zum Manövrieren hat. Ja, auch wenn die Engine sagt, das ist aus objektiver Sicht besser im Verhältnis, besser für Weiß, würde ich das eher mit Schwarz spielen, lieber so spielen. Aber naja. Mag jetzt auch nur dem Grundgedanken geschuldet sein, dass ich davon ausgehe, dass ich diesen Vorteil verwerten kann. Ne? Wer weiß, wer weiß. Okay, aber nach Läufer H4 ist dieser Bauer natürlich einfach weg. Und hier droht einfach gar nichts mehr. Ja, er kommt überhaupt zu gar nichts. Ja. Okay, dann wollen wir mal gucken. Die eine oder andere Variante war ja schon Engine unterstützt. Dann gucken wir uns die nochmal eben an. Engine anmachen. Alles gut. Alles 0-0. Wie gesagt, jetzt sind wir mehr oder weniger erst im Karo kann. Läufer E2 ist bestimmt kein guter Zug. Ja, Dame B3. In Verbindung erst Springer GF3 und dann Dame B3. Ja. Aber der hier ist einfach sehr, sehr harmlos. Oh. 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 Dame C8 ist okay. F4, guck mal, Computer zeigt sogar F4 als drittbesten Zug an, jetzt als besten, na, zweischneidig, ne? Zweischneidig, trotzdem, es bleibt zweischneidig. A6, E5, ja, und hier, Dame B7 war tatsächlich nicht gut, weil er hier dieses F5 spielen kann. Wie hätte ich jetzt spielen müssen? Oh, hier steht Weiß wirklich besser, weil ich dieses F mal E nicht habe, ne? Weil hier eine Puppe weg ist. Und jetzt, ja, jetzt habe ich die Stellung aber echt schon fast weggeschmissen. Ne? Wenn ich jetzt hier tausche, Alter, das ist natürlich überhaupt gar nicht das, was ich will. Ah, Hilfe, Hilfe. Ach du Scheiße. Ein Fehler, einmal nicht hingeguckt und schon alles vorbei. Wie lange habe ich denn hier nachgedacht? Oh, hier habe ich über eine Minute. Ah, knapp eine Minute. Aber wahrscheinlich nur auf Strategie geachtet, nicht auf Taktik, ne? Vielleicht hätte ich jetzt hier sowas wie Turm E8 spielen können, um den mal zu decken. Ja, oder Turm A7 vielleicht sogar, vielleicht auch noch besser, weil erstens decke ich den und zweitens habe ich ja auch die Turmverdopplung, auf welcher Linie auch immer sie sein wird, schon mal mit vorbereitet. Turm A4 gefällt mir. Turm A7 hier. Okay. Da habe ich einmal Glück gehabt. Okay, jetzt gehen wir rein. F5 will er spielen. Ja, aber ich will die Bauernstruktur. Das stört mich nicht, ob die Engine jetzt 0-0 oder 0-0-5 für mich anzeigt. Hier weiß ich ja, dass ich gut stehe. Oder dass ich einen Plan habe, sage ich mal. Ja, das gefällt mir. Und zack, jetzt dahin. So, und jetzt, ja, jetzt stehe ich auch tatsächlich laut Engine schon besser. Und er hat keinen Angriff mehr. Gehe hier vorwärts. Sein Versuch auf Matt zu spielen. Ja, gut. Wie gesagt, hier der Computer sagt, Springer E4 ist noch besser, aber der Vorteil ist so dick, immer noch minus 1,5 irgendwas, ja. Und dann weiß ich wenigstens zumindest, der Gegner hat keine Möglichkeiten. Er kommt nicht bei mir voran. Das ist mir viel mehr wert, weil ich muss ja in der Praxis immer die Entscheidung treffen. Und ich muss ja auch in Zeitnot, da habe ich ja nicht diese innere Unruhe aufkommen lassen, weil ich denke, oh, das hat der Gegner Angriff. Ja? Spiele ich G6, weiß ich, der Gegner kommt mit seiner Dame nicht nach vorne. Ja, und dann ist einfach, ja, gut, E3 hatten wir eben schon drüber gesprochen. Und hier ist der Bauer einfach weg. Und ja, er kommt mit der Dame immer noch nicht rüber. Weil, ja, erstens kommen da hier nicht hin, hier nicht hin, hier nicht hin. Und dieses Opfer hier kommt einfach zu spät. Ja, dran sehen wir. Dieses System gefällt mir mit Schwarz gegen das Londoner System in diese Kaokan-Strukturen überzugehen. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.